Hallo alle, willkommen zu Klimawandel nachgerechnet. Ja, zunächst zur Vorstellung. Ich bin Professor Gerald Schuller von der Medientechnologie der TU Ilmenau und ich bin Fachgebietsleiter für das Fachgebiet angewandte Mediensysteme. Und im Kommenden will ich eine Reihe von Videos zeigen, die sich beschäftigen mit dem Nachrechnen von Klimawandel, möglichen Lösungsansätzen aufgrund der gezeigten Zahlen, dem Aufzeigen von medientechnologischen Ansätzen und Techniken und es sollen Anregungen zum selber Nachrechnen gegeben werden. Ja, zunächst zur Einführung. Wir wissen ja, dass der Klimawandel in aller Munde ist und ein drängendes Problem. Und die neuen medientechnologischen Möglichkeiten wie das Internet oder Social Media führen leicht zu Verwirrung und Desinformation. Das kann unabsichtlich oder auch absichtlich passieren. Aber sie bieten auch neue Möglichkeiten, Informationen zu überprüfen und nachzurechnen. Und das will ich hier aufzeigen. Das ist wesentlich in Zeiten von ungefilterten Masseninformationen, wie wir sie jetzt haben. Einfach um da in der Lage zu sein, nachzuprüfen, was ist plausibel und was ist nicht plausibel. Und das soll im Folgenden gezeigt werden. Ja, zu dem Überprüfen sind Zahlen und Nachrichten wichtig und sie helfen zur Orientierung. Zahlen sind dabei überprüfbar, was ein wesentliches Prinzip für das sogenannte Reproducible Research ist, dass Forschungsergebnisse nachvollziehbar sein müssen und sie sind vergleichbar. Referenzen wiederum sind wichtig für die Überprüfbarkeit. Wenn man also Daten von irgendwo her hat, muss klar sein, woher die kommen, um das wiederum nachvollziehen zu können. Das Internet bietet mit Open Data neue Möglichkeiten dafür. Und mit Open Data meine ich hier Daten, die öffentlich im Internet zugänglich sind. Oft reichen für Nachrechnungen grobe Schätzungen von Größenordnung aus und mit Beschränkung auf die wesentlichen Effekte, um etwas auf Plausibilität zu überprüfen. Das ist einfach, um etwas berechenbar zu machen. Oft sind Dinge so kompliziert, dass es sehr schwierig ist, etwas nachzuvollziehen. Und da ist dieses Beschränken auf die wesentlichen dominierenden Effekte sehr wichtig. Ja, und mit einer Größenordnung meint man, dass das Dezimalkomma an der richtigen Stelle steht. Also eine Genauigkeit von besser als ein Faktor 10. Und vielleicht kriegen wir es auch noch genauer hin. Unsere Werkzeuge sind dabei zum einen die Mathematik, dann die Physik. Dafür reicht uns aber im Wesentlichen die Physik der 9. oder 10. Klasse, sodass es auch für jeden nachvollziehbar ist. Dann Ingenieurwissenschaften und ich verwende gerne die Programmiersprache Python unter Linux, aber ein normaler wissenschaftlicher Taschenrechner tut es meistens auch. Und ich verwende allgemein Methoden und Werkzeuge der Medientechnologie und wie schon erwähnt, Open Data. Ja, damit kommen wir auch schon zur Problembeschreibung. Hier Referenzen und Links. Der wichtigste Link zum Einstieg ist dieser Link von der NASA. Den will ich gleich mal öffnen. Da kommen wir hier auf die Webseite der NASA. Ist auch nachvollziehbar für jeden, kann jeder in seinem Browser eingeben. Und hier sehen wir jetzt ein Plot der CO2-Konzentration der Atmosphäre über die vergangenen 800.000 Jahre. Schon mal eine lange Strecke und deswegen auch sehr interessant. Und wir sehen hier, dass die CO2-Konzentration über die Jahrhunderttausende immer so zwischen ungefähr 200, 180, 200 ppm, das haben wir hier, und ungefähr so 280 ppm geschwankt ist. Und zwar so, dass diese niedrigen CO2-Werte immer in Eiszeiten waren und diese hohen Werte immer in Warmzeiten. Und das führt sich fort bis in die heutige Zeit, bis zur Industrialisierung. Und dann auf einmal stieg es über den üblichen Wert für Warmzeiten hinaus auf. Und wir sehen hier den 1950er-Level. 1950 ging es deutlich über die normalen Schwankungen der letzten Jahrhunderttausend hinaus.
Und es steigt dann weiter extrem schnell an, bis wir hier bei dem augenblicklichen Level sind, bei ungefähr 410 ppm. Und da sieht man schon, das ist auch nochmal deutlich höher als die Schwankungen zwischen Kaltzeiten und Warmzeiten. Und es ist auch extrem schnell, dieser Anstieg. Deutlich schneller als in den ganzen Jahrhunderttausenden zuvor. Also wir beobachten hier etwas sehr Ungewöhnliches. Kommen wir wieder zurück zu unseren Folien. Ja, und es ist immer gut, wenn man Zahlen verifiziert mit einer anderen Quelle. Deswegen habe ich hier auch mal eine andere Quelle angegeben für den CO2-Wert aus dem Land Thüringen, wo wir hier sind. Und hier sehen wir eine Broschüre über die CO2-Konzentration mit Messwerten aus Thüringen. Das kann man hier unten sehen. Hier sind die Messwerte aus Thüringen. Die sind jetzt nicht so alt, die fangen hier ungefähr im Jahr 2000 an und gehen hier bis zum Jahr 2015. Und wir sehen hier im Prinzip dieselben Werte. Von der NASA wurden die Werte von Mauna Loa verwendet. Das ist sozusagen die weltweite Referenz, weil da die sauberste Luft ist und weit ab von allen großen Industriezentren. Und in Blau sehen wir hier den Berg Schauinsland in Thüringen. Sogar noch etwas mehr folgt ziemlich dem Trend von Hawaii. Und dann hier in Schwarz ist Jena. Und hier sehen wir, Jena hat noch etwas höhere Werte. Und das kommt, weil die Stadt eben auch mehr CO2 emittiert. So, kommen wir wieder zurück. Also das bestätigt im Prinzip die Werte der NASA. Und praktischerweise kann man diese Daten auch herunterladen als eine sogenannte CSV-Datei. Und CSV bedeutet hier Comma Separated Variable. Und das ist ein Format, was man in Python sehr schön einlesen kann. Und hier gibt es die Daten vom Jahr 1 an, also über die letzten gut 2000 Jahre. Und die habe ich hier mal eingelesen und in einem Python-Skript ausgewertet. Und das kann man hier sehen auf dieser Folie. Also ich habe dieses Python-Skript co2plot.py geschrieben, in diesem Plot die Werte eingelesen aus dieser Datei und dann hier geplottet. Ja, wenn wir dieses Skript ausführen in einer Shell mit Python 3 und dann den Filenamen hier, den Skriptnamen, dann kriegen wir hier diesen Plot. Und wir sehen hier vom Jahr 0 an die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Und wir sehen hier wieder die bekannten 280 ppm, die wir haben als Markenzeichen für eine Warmzeit. Und dann sehen wir hier, ab ungefähr so 1800 ging es deutlich bergauf mit den CO2-Konzentrationen. Und hier sehen wir einen extrem schnellen Anstieg. Und es ist mal interessant, diesen Anstiegsbereich, diesen Zeitraum nochmal genauer zu betrachten, reinzuzoomen. Und das können wir jetzt hier sehr leicht machen. Wenn wir das schon mal geplottet haben, können wir auch einfach nur diesen Plot in der Neuzeit genauer angucken. Und das sehen wir hier. Ich habe einfach reingezoomt vom Jahr 1780 bis zur Neuzeit. Und hier sehen wir dann diesen Anstieg, der hier immer schneller vonstatten geht. So ab 1950 geht es nochmal deutlich schneller hoch. Und es hat schon so ein bisschen so eine Exponentialform. Also das erinnert an eine Exponentialfunktion. Und das ist auch das, was man meistens in einem Wachstum, für ein Wachstum beobachtet, dass wenn man immer konstant eine bestimmte Prozentzahl an Wachstum hat, dann kriegt man diese Exponentialkurve. Und wenn man diesen Plot mal auswertet, dann sehen wir, 1910 hatten wir ungefähr 300 ppm Konzentration in der Atmosphäre. 1944 haben wir 310 ppm, also über diese 34 Jahre sind wir dann 10% mehr geworden. Aber 2016 haben wir schon die 400 ppm-Marke überschritten. Also hier sehen wir, die Zunahmegeschwindigkeit wird immer größer. Ja, man kann jetzt auch nochmal hier einen Plot finden, wo die Warmzeiten und Kaltzeiten mit den
CO2-Konzentrationen übereinander gelegt werden. Und da sieht man hier auch nochmal diese Korrelation von 200 ppm mit den Kaltzeiten und 280 ppm mit den warmen Zeiten. Kann ich nochmal draufklicken hier. Kommt wieder diese Webseite mit diesem Plot. Und das geht zurück hier bis ins Jahr minus 650.000. Null ist die Neuzeit. Und hier sehen wir dann die grauen Zonen sind die Eiszeiten mit den geringen CO2-Werten. Dann diese grün umrandeten, die gelblichen Kurven, das sind die Warmzeiten. Hier bei 260 ppm, hier geht es hoch bis 280. Und hier in unserer augenblicklichen Warmzeit waren wir auch bei 280, nur ist es jetzt nochmal deutlich angestiegen auf über 400 ppm. Ja, das zeigt diese Übereinstimmung von CO2 und Kalt- und Warmzeiten. Ja, wieder zurück zu den Folien. Ja, das heißt, wir sehen hier ein über Jahrmillionen dauerndes Gleichgewicht. Also es gibt, man findet auch noch Plots, die noch weiter zurückreichen. Und da sieht man, dass dieses Gleichgewicht wirklich über viele Jahrmillionen läuft. Mit einer CO2-Produktion durch Lebewesen und an Luft verwesenden Pflanzen und Vulkanen, die CO2 ausstoßen. Und auf der anderen Seite ein CO2-Abbau durch Pflanzen und Verwitterung von Gebirgen. Wenn Gebirge aufsteigt, wie zum Beispiel der Himalaya, dann führt das dazu, dass mehr Regen fällt. Und dieser Regen wirkt mit dem Gestein zusammen und bewirkt eine Verwitterung, die dann CO2 aus der Atmosphäre herauszieht. Und das kann dann auch zum Beispiel eine Eiszeit verursachen. Ja, und diese circa 100.000-jährigen Schwingungen zwischen Warmzeit und Kaltzeit, die sollen auch aus entsprechenden Schwingungen der Erdumlaufbahn und von Meeresströmungen kommen, die mal mehr oder weniger Meerespflanzen wie Algen an die Oberfläche bringen, an die Meeresoberfläche und auch entsprechend mehr oder weniger CO2 aus der Luft entziehen. Ja, das heißt, wir sehen hier diesen Zyklus. Kaltzeiten haben 200 ppm, Warmzeiten 280 ppm und seit 1950 beobachten wir einen starken Anstieg auf momentan etwa 410 ppm. Und das ist 50% über dem historischen Wert für Warmzeiten. Also schon ungewöhnlich. Ja, und es ist auch größer als der Unterschied zwischen Kalt- und Warmzeiten, wie schon erwähnt. Und ungewöhnlich ist auch dieser extrem schnelle Anstieg. Frage: Was bedeuten jetzt dieser neuzeitliche CO2-Anstieg? Was ist die Ursache und was sind die Folgen? Ja, zunächst, was bedeutet eigentlich Parts per Million? Wir haben ja gesehen, wir haben jetzt gut 410 ppm CO2 in der Atmosphäre. Was bedeutet das? Ja, im Prinzip bedeutet das Parts per Million oder ein Millionstel oder mathematisch ein Verhältnis von 10 hoch minus 6. Zum Vergleich, Promille steht für ein Tausendstel oder ein Verhältnis von 10 hoch minus 3. Das heißt, wir können also umrechnen, 400 ppm. Das sind 400 mal 10 hoch minus 6 oder 0,4 mal 10 hoch minus 3. Und das sind 0,4 Promille. Ja, und das kommt uns natürlich bekannt vor vom Blutalkohollevel. Und da sieht man, dass dieses Verhältnis, auch wenn es erstmal gering klingt, trotzdem signifikant sein kann. Dieser Level von 0,4 Promille reicht nämlich schon aus für eine Fahruntüchtigkeit, wie man hier in diesem Wikipedia-Link nachlesen kann. Ja, und dieses Verhältnis bezieht sich mal auf ein Volumen und mal auf eine Masse. Und zwar, wenn wir Flüssigkeiten haben, dann ist es in der Regel die Masse. Und wenn wir Gase haben, dann ist es meistens ein Volumen. Das muss man erstmal im Hinterkopf behalten. Ja, was hat sich nun in der Neuzeit verändert? In der Zeit, wo dieser CO2-Level so stark angestiegen ist. Zunächst mal, vorher hat die Menschheit seit Jahrtausenden das Verbrennen als Holz
als Hauptlieferant benutzt. Das dabei freigesetzte CO2 wurde nur Jahrzehnte vorher aus der Atmosphäre gezogen durch das Wachstum der Bäume. Und deswegen war es praktisch ein Nullsummenspiel. Aber seit der Industrialisierung und im besonderen Maß seit den 1950er Jahren durch Massenproduktion und Massenmobilität ist Kohle und Öl der Hauptenergielieferant. Und das ist ein fossiler Energieträger. Liegt also schon sehr viel länger in der Erde. Das heißt, dass bei der Verbrennung von fossilen CO2, von fossilen Brennstoffen freigesetzte CO2 wurde im Erdzeitalter der Entstehung von Kohle und Öl aus der Atmosphäre entzogen. Und das ist das Erdzeitalter des Carbon. Und wenn man sich diesen Wikipedia-Link anguckt, dann sieht man, dass dies ein Zeitalter von vor 300 Millionen Jahren war und über einen Zeitraum von ca. 60 Millionen Jahren lief. Was wir also jetzt machen, indem wir dann die Kohle und das Öl verbrennen, ist, wir verbrennen die Pflanzen aus diesem Zeitalter. Und in diesem Zeitalter haben die Pflanzen das CO2, was jetzt freigesetzt wird, aus der Atmosphäre entzogen. Und das ist noch vor dem Zeitalter der Dinosaurier. Was wir jetzt also machen mit der Verbrennung von Kohle und Öl, ist sowas wie der Film Jurassic Park, nur dass wir nicht die Dinosaurier zurückbringen, sondern das CO2 von diesem Zeitalter oder sogar noch von vor diesem Zeitalter. Und dieses CO2 wurde über einen Zeitraum von 60 Millionen Jahren damals aus der Atmosphäre entzogen. Und wir setzen jetzt dieses CO2 innerhalb von nur ein paar Jahrhunderten in der Gegenwart wieder frei. Und das ist das Besondere jetzt, dass wir auf einmal die Atmosphäre verändern in einen Zustand, wie sie war, bevor noch die Dinosaurier existierten. Und lange bevor es überhaupt Menschen gab. Ja, trotzdem die Frage, reicht diese menschliche Aktivität überhaupt aus, um diesen CO2-Anstieg zu erklären? Oder sind da vielleicht andere Mechanismen dahinter? Und die Antwort können wir geben durch Nachrechnen und Nutzen von Open Data. Wir können also ausrechnen, welchen Anstieg wir erwarten würden bei der Verbrennung von CO2. Ja, und für meine Berechnung benutze ich die Floating Point Notation mit der E hier, mit dem E. Also 2000 wird dann geschrieben auch als 2 mal 10 hoch 3 oder in Floating Point Notation 2E3. Das ist einfach, weil E lässt sich einfacher schreiben als 10 hoch. Ja, und dann können wir hier praktischerweise einen Link finden, der die gesamten CO2-Emissionen weltweit seit 1960 jährlich aufgetragen hat. Das kann man hier sehen, wenn man in diesen Link reingeht. Sehr komfortable Funktion hier. Da sehen wir hier diesen Plot. Der fängt an bei 1960 und hier sehen wir auf der Y-Achse den CO2-Ausstoß in Millionen Tonnen. Hier sind wir also bei 1960 knapp unter 10.000 Millionen Tonnen. Und 1.000 Millionen sind Milliarden und Milliarden werden auch abgekürzt mit Giga. Das heißt, wir haben hier 10 Gigatonnen. 1960 waren wir etwas unter 10 Gigatonnen. Und dann können wir sehen, dass wir hier einen stetigen Anstieg haben bis so ungefähr 2011, 2012. Dann hat es sich hier abgeflacht bis ungefähr 2015 und dann ab 2016, 17 geht es wieder merklich bergauf auf nunmehr 36 Gigatonnen, die wir jetzt pro Jahr haben, pro Jahr 36 Gigatonnen CO2, fossiles CO2, was in die Erde gestoßen wird, in die Atmosphäre. Ja, und hier kann man sehen, diese Jahre, das sind hier auch die Jahre, wo Obama Präsident war und auch weltweit Werbung gemacht hat für das Pariser Abkommen und auch die Chinesen eingestiegen sind.
wo das Ganze also ernst genommen wurde. Und jetzt hier 2016, 2017, das ist auch die Amtszeit von Präsident Trump, der das Pariser Abkommen auf einmal nicht mehr ernst genommen hat. Und das war anscheinend ansteckend für den Rest der Welt, die das dann auch nicht mehr so ganz ernst genommen haben. Also, ich kann es nur mutmaßen, aber das sieht so danach aus. Ja, kommen wir wieder zurück zu unseren Folien. Ja, hier gibt es auch noch einen Link, der die CO2-Emissionen seit 1750 aufgetragen hat. Und diese Daten, die nehme ich dann wieder für ein Python-Programm. Die können wir dann auch wieder schön einlesen mit unserem Comma-Separated Variable Format. Das lese ich dann wiederum in ein weiteres Python-Programm ein, um es dann wieder zu plotten und in diesem Fall auch zu analysieren und den Gesamtausstoß berechnen zu können. Also zunächst plottet dieses Programm die Datensätze seit 1960 und seit 1750 übereinander. Da kann man auch sehen, wie gut die zueinander passen. Und dann berechnet es die Gesamtsumme der tatsächlichen CO2-Emissionen seit 1750. Und das kann man schon mal vorwegnehmen, kommt dann hier auf 1580 Gigatonnen. Also nochmal Giga ist 10 hoch 9. Ja, und dieses Programm nenne ich CO2 Global Twin Plot, weil es einen Doppelplot enthält. Und man kann es in einem Terminal ausführen, wiederum mit Python 3. Und dann kriegt man hier diesen Plot. Hier sehen wir also, das Grüne sind die Daten seit 1750 bis heute. Das Blaue sind die Daten seit 1960. Hier sehen wir, bis auf kleine Abweichungen passt das schon ziemlich gut zusammen. Also hier sehen wir kleine Abweichungen, aber ansonsten passt das eigentlich schon ziemlich gut. Und diese Abweichungen zeigen auch ungefähr die Genauigkeitsgrenze dieser Daten. Es ist immer wichtig, im Kopf zu behalten, wie genau sind die Daten, was für einen Bereich gibt es. Und hier, das deutet schon darauf hin, dass die Genauigkeit wohl bis auf wenige Prozent genau stimmt. Ja, um das Programm gleich zu nutzen, um meine Hypothese des exponentiellen Anstiegs zu testen, habe ich hier eine Exponentialkurve finden lassen. Also praktisch das Programm die Koeffizienten finden lassen, die die beste Übereinstimmung ergeben. Und hier sehen wir die Koeffizienten, die das Programm gefunden hat. Also diese Funktion hier mit diesen Koeffizienten beschreibt diesen Anstieg recht präzise. Also wir haben tatsächlich hier einen exponentiellen Anstieg, bis auf hier die Daten ganz zur Neuzeit, wo wir hier diese Abflachung haben. Also das gibt auch so ein bisschen Hoffnung, dass es möglich ist, aus dieser exponentiellen Kurve auszusteigen. Ja, und der Wert, den wir eigentlich haben wollen, ist jetzt diese 1580 Gigatonnen. Na, mit diesem Wert können wir jetzt den erwarteten Anstieg der CO2-Konzentration abschätzen. Ja, also der erwartete oder versuchte Anstieg der Konzentration. Das kann man machen, wenn man sie ins Verhältnis setzt zur Masse der gesamten Erdatmosphäre. Jetzt brauchen wir also wieder die Daten der Masse der gesamten Erdatmosphäre. Das klingt jetzt auch wieder ganz schön viel, aber glücklicherweise findet man da auch wiederum Daten im Internet mit Open Data. Und zwar hier in diesem Link finden wir die Daten. Und zwar, die Atmosphäre weist eine Masse von etwa 5,15 mal 10 hoch 18 Kilogramm auf. Das ist also eine Zahl mit 18 Nullen und das zeigt auch, dass es gut ist, dass wir hier diese Exponentialnotation haben. Und das ist 5,15 mal 10 hoch 15 Tonnen und 10 hoch 15 kann man wieder schreiben als 10 hoch 9 mal 10 hoch 6. Das ist also 5,15 mal 10 hoch 6 Gigatonnen. Ja, und das können wir jetzt einfach ins Verhältnis setzen. Also die Konzentration des von der Menschheit seit der Industrialisierung ausgestoßenen CO2, daran wäre also CO2-Masse geteilt durch die Atmosphärenmasse.
Und in Python kann man direkt ein Terminal eingeben oder auch in einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Haben wir also 1580 Gigatonnen geteilt durch 5,15 mal 10 hoch 6 Gigatonnen. Und damit kommen wir dann auf diesen Wert 306 mal 10 hoch minus 6 oder 306 ppm hier. Das ist das Resultat. Also wir erwarten jetzt einen Anstieg von 306 ppm für die Masse in der Atmosphäre. Weil es aber ein Gas ist, müssen wir jetzt von dem Massenverhältnis auf ein Volumenverhältnis umrechnen. Und dafür brauchen wir jetzt das Volumenverhältnis von CO2 und Luft. Und das kann man praktischerweise wieder hier in diesem Wikipedia-Link finden. Da sehen wir, dass CO2 eine circa 1,6-fach höhere Dichte als Luft hat. Es nimmt also entsprechend weniger Volumen ein bei gleicher Masse. Und das heißt, wir müssen jetzt diese Konzentration einfach durch 1,6 teilen und kommen dann auf 191 ppm nach Volumen. Also das wäre jetzt der Anstieg, den wir erwarten würden durch das Verbrennen von fossilen CO2. Ja, wenn man das jetzt addiert auf den vorindustriellen Wert der CO2-Konzentration, kommen wir auf 470 ppm. Und wir sehen, das ist tatsächlich ungefähr 60 ppm mehr, als wir beobachten, nämlich 410 ppm. Und das bedeutet, wir sehen, dass die menschliche Aktivität sogar zu mehr als 100% verantwortlich ist für den beobachteten Anstieg des CO2. Also das ist eine überraschend deutliche Antwort. Fragt man sich, was passiert jetzt mit diesen zusätzlichen 60 ppm? Und da spekuliere ich wieder, dass dieser zusätzliche Anteil von 60 ppm von der Natur aufgenommen wurde als Teil eines langsamen Regelkreises. Zum Beispiel durch die Ozeane, was sie allerdings saurer macht, und auch Wälder, die beim Wachstum CO2 aufnehmen. Wälder setzen allerdings dieses CO2 auch wieder frei, wenn sie verwesen. Also ist auch so ein Kreislauf. Ja, und das ist auch ganz praktisch, dass wir jetzt ausgerechnet haben, welche Aufnahmekapazität die Natur momentan hat. Und das können wir jetzt wiederum umrechnen in ppm pro Jahr. Also nehmen wir mal an, dieser Regelkreis der Natur, dieser zusätzliche An Aufnahme, ist ungefähr seit 1950 aktiv. Seitdem wir diesen starken Anstieg beobachten. Und das ist ungefähr seit 70 Jahren. Und das heißt, dann können wir den jährlichen CO2-Abbau berechnen als 60 ppm durch 70 Jahre. Und damit kommen wir dann auf 0,85 ppm pro Jahr, was die Natur wieder aufnehmen kann. Also zusätzlich zu dem vorindustriellen Wert. Ja, und zurückgerechnet auf die Masse an CO2 pro Jahr kann man dann wieder zurückrechnen. Ppm Volumen mal 1,6 ist die Masse mal der Masse der Erdatmosphäre. Hier die entsprechenden Zahlen eingesetzt, kommen wir dann hier auf 7 Gigatonnen, was jetzt die Natur zusätzlich absorbiert seit der Industrialisierung. Ja, und in unserem Python-Plot können wir sehen, dass dies in etwa dem Ausstoß von 1950 entspricht. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Ausstoß reduzieren würden, den CO2-Ausstoß, den fossilen CO2-Ausstoß, auf den Wert von 1950, dann müssen wir theoretisch keinen weiteren Anstieg der CO2-Konzentration erwarten. Aber das wäre immer noch ein relativ hoher Level. Das heißt, wir hätten dann diesen 410 ppm und wir würden dann auf diesen 410 ppm bleiben, wenn wir jetzt den Ausstoß auf das Jahr 1950 reduzieren. Das kann man hier nochmal genauer sehen. Hier diese 7 Gigatonnen, da sind wir ungefähr hier. Und da landen wir ungefähr hier bei 1950. Aber wie gesagt, im Moment sind wir ungefähr bei 36 Gigatonnen und nicht bei 7 Gigatonnen. Also ein deutlicher Unterschied.
Ja, dann könnte man auch noch ausrechnen, wie lange es theoretisch brauchen würde, bis dieser zusätzliche CO2 wieder abgebaut wäre, wenn wir wieder auf den vorindustriellen Wert zurückkommen wollen. Und dann nehmen wir einfach diese Differenz, 410 ppm minus 280 ppm, und teilen dann durch unsere Abbaurate pro Jahr. Und dann kommen wir auf ungefähr 150 Jahre. Aber man beachte, dass dieses eine Schätzung für einen linearen Abbau darstellt, sprich gleiche Menge jedes Jahr, was aber nicht besonders realistisch ist, weil meistens hat man einen exponentiellen Abbau mit einem festen Prozentsatz jedes Jahr. Allerdings ist dieser lineare Abbau halt sehr viel einfacher zu berechnen. Er gibt uns halt eine grobe Schätzung. Ja, aber man sollte im Auge behalten, dass das wirklich nur eine grobe Schätzung ist hier. Ja, und dann kann man es auch vergleichen. Ich habe hier mal diesen Link gefunden im Internet über ähnlich geartete Schätzungen. Und darin steht: Between 65% and 80% of CO2 released into the air dissolves into the ocean over a period of 20 to 200 years. Also, wir kommen hier auf einen ähnlichen Bereich. Also, da passen unsere 150 Jahre ganz gut rein hier. Und hier beziehen Sie aber auch diesen exponentiellen Abbau mit ein, weil hier nämlich nur der Großteil des CO2 betrachtet wird. Und dann kommen Sie hier zum Rest. The rest is removed by slower processes that take up to several hundreds of thousands of years, including chemical weathering and rock formation. Das heißt, für den Rest muss man schon ein paar hunderttausend Jahre ansetzen, weil dieser Prozess deutlich langsamer geht. Ja, aber insgesamt haben wir eigentlich schon eine ganz gute Schätzung damit gekriegt. Also eine gute Übereinstimmung, die uns sagt, das passt schon so einigermaßen. Ja, damit kommen wir zu meinem Fazit. Das heißt, nur um die CO2-Konzentration nicht weiter zu erhöhen, um jetzt bei diesen 410 ppm bleiben zu können, müssten wir den jährlichen fossilen CO2-Ausstoß auf den Wert von 7 Gigatonnen, also den Wert von 1950, reduzieren. Und heute sind wir bei 35 Gigatonnen. Und das entspricht einer Reduktion um 80%. Kann man hier einsetzen, Prozentrechnung. Ja, und das auch nur, um die atmosphärische CO2-Konzentration nicht weiter ansteigen zu lassen. Wenn wir sie verringern wollen, müssen wir sogar noch darunter, müssen wir sogar noch weiter verringern. Also das ist schon ziemlich extrem. Ja, für diese Reduktion um 80% reicht einfach Energiesparen auch nicht mehr aus. Sparen, dann kommt man vielleicht auf 10, 20, 30%, aber das war es dann vielleicht. Das heißt, wir dürfen kaum noch fossile Energieträger verbrennen. Wir müssen umstellen. Stattdessen müssen wir praktisch komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Und dafür reicht es auch nicht aus, nur die Größenverbraucher umzustellen, sondern es müssen alle mitmachen. Alle Länder, ob groß oder klein, und auch alle Sektoren, ob Verkehr oder Industrie oder Haushalte, muss praktisch alles komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Und um die CO2-Abbaufähigkeit der Natur, diese 0,85 ppm pro Jahr, zu erhalten oder besser noch zu stärken, müssen wir Ozeane und Wälder schützen und aufforsten. Und das ist ja auch etwas, wo man im Moment das Gegenteil beobachtet. Wälder werden abgeholzt und Ozeane werden geschädigt durch sauren Regen und so weiter. Ja, und in meinem nächsten Video will ich dann die Frage beantworten: Beeinflusst die CO2-Konzentration die globale Temperatur? Und wenn ja, wie stark? Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.